Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu Geschmeidig in den Tag. Beweg dich mit mir durch, immer so, wie es für dich passt natürlich. Du kannst die ein oder andere Bewegung auch etwas größer oder auch kleiner ausführen. Und wir starten in einer hüftbreiten Position. Steh stabil auf beiden Füßen, ganz gleichmäßig verteilt dein Körpergewicht, Knie ein bisschen gebeugt. Und lass deine Schultern nach hinten kreisen. Ich mache uns ein bisschen Musik an. Du lässt deinen Atem fließen und lässt wirklich ganz entspannt deine Schultern bewegen. Ich kreise mal nach hinten, denn nach vorne, das machen wir eher im Alltag. Aber du kannst gerne auch nach vorne kreisen. Jetzt nur mal einen Arm, stütz die andere Hand ein und werde hier so ein bisschen größer. Tauche ein. Und dann auch mit der anderen Seite locker eintauchen. Größer werden, Atem fließt. Und dann kommst du wieder zurück und jetzt tust du so, als wolltest du deine Haare kämmen und gehst einmal mit der rechten und mit der linken Hand über deinen Kopf. Versuch deinen Kopf dabei ganz ruhig zu halten. Und mit den Händen möglichst hinter den Kopf zu kommen. Aber immer so, wie es für dich passt. Sehr schön. Mach das mal jetzt nur mit rechts. Stütz die linke Hand ein und kreise ganz groß. Oder zeichne einen Riesenkreis hier nach vorne. Über Kopf. Das Ganze auch mit der anderen Seite rüber und einen großen Kreis nach vorne und über den Kopf. Jetzt mit beiden Händen liegende Achter zeichnen. Jetzt bewegst du auch die Brustwirbelsäule schon mit und nimm ruhig auch die Beine in die Grätsche und verlagere dein Körpergewicht von rechts nach links. Knie Richtung Fußspitzen, ganz weich. Nimm deine Beine mit und rolle jetzt von der Fußspitze über die Ferse ganz leise ab. Werde kleiner und zieh jetzt einen Arm über Kopf, kreuz ein Bein hinten. Zieh den anderen Arm zur Gegenseite, spür die ganze Seitenlinie, komm zur Mitte und wechseln. Sehr schön. Zur Mitte in deinem Tempo. Weiche Bewegung von der einen Seite zur anderen Seite. Dann bleibst du in der Grätsche und
und lass die Arme schwingen um den Körper herum und lass deine Füße mitgehen. Heb deine Ferse an und schwing völlig entspannt um deinen Körper. Geschmeidige, weiche Bewegung. Ganz langsam wieder zur Mitte einpendeln. Kurz nachspüren, wie geht's dir? Und starte dann von vorne. Lass deine Schultern nach hinten kreisen. Und nutz diese Wiederholungen, um hineinzuspüren, ob sich was verändert hat, ob sich die Bewegung schon anders anfühlt. Nur rechts größer werden, eintauchen. Das Ganze auch mit der anderen Seite. Und nochmal die Haare kämmen. Kommst du schon weiter? Nimm jetzt nur den rechten Arm und kreise über deinen Kopf. Immer noch atmen. Und die Seite wechseln, über Kopf starten. Dein Tempo. Beide Arme wieder dazu und zeichne liegende Achter. Nimm die Beine in die Grätsche. Verlagere ruhig gleich von rechts nach links. Weich und geschmeidig mit aktiver Körpermitte. Rück deine Füße mit, roll ab von der Fußspitze auf die Ferse. Und jetzt nimmst du dann gleich einen Arm nach oben, komm und kreuze hinter deinen Körper, zieh deine ganze Seitenlinie lang, wechsel auf und komm zur anderen Seite. Knie Richtung Fußspitzen, weich die Bewegung und nachspüren, hineinspüren. Geht es dir jetzt schon anders? Und dann kommst du in die Grätsche und rotierst um deinen Körper. Ferse anheben. Wir durchsaften auch die Faszien. Vielleicht merkst du schon, dass sich's weicher, durchsafteter anfühlt. Ganz langsam kleiner werden. In die hüftschmale oder breite Position kommen, auspendeln, einen kurzen Moment nachspüren
Und dann startest du noch einmal Schulterkreise zurück. Nimm dich wahr. Vergleiche. Nur rechts. Tauche ein. Gleich die Seite wechseln, eintauchen. Schön groß werden in der Bewegung. Und dann kommen wir wieder zu unserem Kämmen über den Kopf. Nur mit einer Hand um den Kopf starten, einen großen Kreis beschreiben. Sehr schön. Noch zweimal. Gleich die Seite wechseln, Kreis über den Kopf und zur Seite. Beide Arme wieder in den Achter liegend, nimm deine Beine mit. In die Grätsche, verlagere dein Körpergewicht zuerst, mach deine Hüftgelenke geschmeidig, Fußgelenke, Kniegelenke, Wirbelsäule, Schultern, eigentlich alles, oder? Deine Füße abrollen, im Wechsel rechts und links. Und dann nimmst du jetzt einen Arm über Kopf, komm zur Seite, zieh dich lang und wechsel, andere Seite. Versuch ruhig dein hinteres Bein zu strecken. Genau, vorderes Knie gebeugt halten. Wenn du möchtest, nimmst du noch eine Bewegung dazu, kreist nach vorne, wechselst dann, kommst zur Seite, kreist nach vorne und wechselst. Die Zwischenrippen hier noch schön bewegen. Dein Tempo. Letztes Mal noch. Und dann lässt du deine Arme um den Körper schwingen und verlagerst. Ferse hochnehmen. Ganz locker. Kleiner werden. Auspendeln, hineinspüren. Wie geht's dir? Fühlst du dich stabil, aufgerichtet, durchbewegt? Sehr gut. Atme nochmal ein, nimm beide Arme nach oben
Streck dich, Arme aus. Nochmal ein. Und jetzt zieh dich in alle Richtungen. Vielleicht hast du das Gefühl, du möchtest irgendwo noch dich aufdehnen oder hinbewegen. Dann mach das natürlich. Vielleicht noch die Vorderseite ein bisschen geschmeidig machen. Aber spüren dich hinein. Alles ist richtig. Jede Bewegung, wo du dich jetzt noch hinbewegen möchtest. Alles soll sich gut anfühlen, geschmeidig anfühlen. Und wenn du dann wieder zurückkommst, richte dich auf, heb dein Brustbein und spüre in dich hinein. Geht's dir gut? Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wenn du Lust hast, dann, und wenn es dir gefallen hat, drück Gefällt mir, hinterlass einen netten Kommentar. Vielen Dank. Natürlich kannst du meine Arbeit unterstützen. Danke, danke auch an die, die es bereits tun. Du findest den Link unter dem Video in den Beschreibungen. Da steht deine Unterstützung. Klick einfach drauf. Da kannst du dann auswählen, mit wie viel im Monat. 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, was es dir wert ist. Vielen Dank. Kannst auch jederzeit verändern. Wenn du möchtest, lade noch jemanden ein mitzumachen, teile das Video oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf dich. Bis dann!